Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Samra Topic 4.2 Kiss Me, heißt der Song, alles klar. Das Ding ist, Samra und Topic, da bin ich einfach ehrlich, wenn ich die Combo lese, ja, war ich bisher nur enttäuscht, aber vielleicht liefern sie ja jetzt zusammen ab, weiß man nicht. Ne, checkt immer gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Kiss me. Ich glaube, es wird jetzt nichts Aggressives hier. Leider, 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 auch so sehr ich es vermisse. Aber okay, wir gehen ganz kurz in die Infobox. Azetsuna seht ihr, hier haben wir schon drauf reagiert, ist auch schon online abchecken, Freunde. Produced, Topic, B-Case und 27th. Okay, Mix Mastering von Sascha Basti Büren, Video ist von Lux. Movie, Freunde, wir gehen rein. Samra, Samrushka, der Rohdiamant. Muss mal wieder geschliffen werden. Baby, you know that I miss you. I just wanna kiss you. Baby, you know that I miss you. I wanna get with you. Okay, haben wir direkt irgendein Sample am Start. Direkter Einstieg, schon mal gut. Samra direkt mit yeah, yeah, yeah. Ich bin halt nicht so Fan von langen Intros und Outros. Feier ich einfach nicht. Vor allem Intros. Okay, er kommt immer noch nicht rein. Ich dachte, er kommt jetzt irgendwie direkt rein. Ist aber nicht so. Ich finde... irgendwie bei Intros, Freunde, 20 Sekunden geht noch, aber alles, was da drüber ist, finde ich einfach zu lang. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir. 20, ja, 15 ist ideal. 10, 15. Ja, aber viel zu lang, viel, viel zu lang. Ich dachte wirklich, das ist ein direkter Einstieg jetzt hier, aber... viel zu lang. Das nervt mich ja jetzt schon, wenn ich den Song hören will. Wenn der irgendwie hier geil ist und dann hier, aber ich muss erstmal hier mir das hier noch geben. Gar kein Bock. Jetzt schon kein Bock. Trotzdem, wir gehen rein. Wo bist du? I miss you. Schwebt mit den Sternen bei Nacht unter Benz Emblem. Das Licht ruft, I kiss you. Wenn es morgen wird, wir uns sehen. Boah, also ich sag mal ganz ehrlich, Einstieg nicht schlecht, aber dieses I miss you, I kiss you, Hilfe, mach das nie wieder, Bruder. Bitte mach das nie wieder. Das kommt irgendwie so unpassend. Für einen Samra kommt das irgendwie richtig unpassend. Ich bin so, bin auf dich aus, als willst du nicht verstehen. Doch ich bin der Schnee und du die weißen Orchideen. Ruf mich an, vermiss deinen Geschmack, deine Lippen nach Vino Brand. Deine Blicke sind... ruf mich an, vermiss... schöner, schöner Flowwechsel, einfach mal so... ich finde das ja richtig geil, wenn du einen Flow hast und mitten in dem Flow kurz mal eine Line deutlich schneller wirst und dann wieder zum alten Flow zurückkehrst. Sowas, so diese Spontanität in den Parts, finde ich immer gut. Hat mir auch hier gerade gut gefallen. Gleich nimmt dich in die himmelblaufarbenen Diamant. Du verdrehst mir den Kopf, gib mir bitte nur einen Lebenston. Babe, fühle mich los und ich wünsche mir nur einen Kuss durch das Telefon. Gib mir... okay. Okay. Ja, ich sag mal so... Einstieg war, ja, aber danach fand ich ihn gut. Danach fand ich ihn gut. Die ersten 30 Sekunden weg, dann 10 Sekunden okay und bis hierhin war gut. Nur ein Zeichen, Baby, sag, ob du noch da bist. Lauf alleine durch Berlin und warte nur auf eine gottverdammte Nachricht. Boah, mittlerweile habe ich so Angst vor dem Pre-Hooks von Samra. Wenn der in diese Love-Schiene geht, da ist schon so viel Shit bei rausgekommen, bei seiner Pre-Hook, wo er so Tönen lang gezogen hat, die so richtig den Song kaputt gemacht haben, aber hier geht's. Okay, das ist sogar die Hook. Okay. Weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie, das wurde nur hier als Einspieler genutzt und Samra macht dann eine separate, eine eigene Hook, aber das ist hier als Hook zu nehmen. Ja, so ein bisschen wie Luciano jetzt bei Beautiful Girl gemacht hat, ne? B
beautiful girl. Das war geil, aber hier ist es so. Wieso hat sie jetzt den Spiegel geküsst? Ist das dieses andere Selbstverliebtsein? Sie ist so selbstverliebt, sie küsst sogar ihr Spiegelbild. Perfekt. Ist eine Line für die ganzen Rapper da draußen. Wenn es irgendein Rapper bringt, dann wisst ihr, es gebeitet. Digga, das passt überhaupt nicht zu ihm. I miss you, I kiss you. Hilfe, bei ihm ist irgendwie so, Habibti, vermiss dich, komm bitte, ich will dich. So, sowas muss er bringen, aber nicht I miss you, I kiss you, Hilfe. Okay? Er hat es wahrscheinlich irgendwie gebracht, damit das so zur Hook passt, aber macht das nie wieder. Talk schon wieder dein Instagram-Profil. Ich bin so, sitz im Limo, denke nur an dich, bin im Film. Ruf mich an und ich zieh zu dir mit dem Wind. Denn schau ich dich. Guck mal, ich finde parttechnisch kommt der gut. Und es passt. Ich finde parttechnisch kommt er sogar gut. Aber es sind einfach zu viele Sachen, die mir den Song kaputt machen. Zu viele Sachen, die mir den Song kaputt machen. Ganze Hook will ich nicht hören. Zu anderen weiß ich, wer ich bin, denn ohne dich ist wie ohne mich. Unsere Herzen ein Rosenstich, als ob wir ohne uns verloren sind. Als ob ein Wort mir meine Krone nimmt. So viele Groupies, doch schenke dir all meine. Guck mal hier, dieses hier, wo er durchflowt, ne, und dann diese Flöte oder so reinkommt. Es gefällt mir, Parts, die gefallen mir. Eigentlich guter Track von Samra, seine Performance gut. Performance von Topic oder wer nach wessen Idee das auch immer war, nicht gut. Ich finde Samra und Topic, sorry, dass ich das so hart sage, wahrscheinlich wird Topic vielleicht auch die Reaktion hier sehen. Samra kann auch sein, weiß ich nicht. Aber ich finde das Duo passt nicht. Blicke, weil du meine Frau bist. Gib mir nur eine Nacht und da bin ich bei dir und wir beide genießen die Aussicht. Gib mir nur ein Zeichen, Baby, sag, ob du noch da bist. Okay, und dann gehen wir Richtung Hook und alles geht wieder bergrunter. Alles fällt und fällt und fällt. Alles crasht zusammen wie die Aktienkurse. Lauf alleine durch Berlin und warte nur auf eine gottverdammte Nachricht. Ja, Freunde, also ich kann jetzt hier nochmal Pause drücken und noch weiter. Was sagen denn die Leute? Ach, egal, ist jetzt auch egal. Das Ding ist halt immer, wenn ich in die Kommentare gucke, ich sehe da halt nie so richtig, ich sehe halt immer Fans, ne? Du bist der Beste, egal was du bringst, das ist immer geil für mich. Ist ja auch schön irgendwo, ja. Aber wenn man die Meinung von anderen herausfinden will, sind jetzt die Top-Comments nicht so dafür geeignet. Weiß ich nicht, Freunde, weiß ich nicht. Also, Hook gefällt mir nicht. Samra hat, finde ich, eine stabile, eine solide Leistung geleistet. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein. Das ist halt das Problem, Freunde. Wenn dir eine Hook nicht gefällt, wie willst du den Song hören? Sag mir das mal. Wenn du den Part nicht so stark findest, geht's noch. Aber eine Hook, macht's gut. Haut rein und ciao.